schwule Förderprogramm war extrem wichtig. Die neu gewonnenen Strukturen äußern sich äußerst positiv. Gemeinsam aktiv besteht aus 3 Säulen. Die erste Säule ist die Betreuung der Kinder im Kindergarten. Die zweite ist die Betreuung der Senioren in der Seniorentagespflege. Und das dritte bedeutet gemeinsame Aktivitäten aller Generationen darüber hinausgehend. Und das haben wir vereinigt unter dem Dach des Gemeindehauses in Silges. Das Besondere an gemeinsam aktiv ist, dass wir uns halt hier auch mit der Dorfgemeinschaft treffen, sowohl hier vom Tagestreff, was organisiert ist, als auch, dass Vereine zu uns kommen, Kinder zu uns kommen. Das gibt eigentlich sowohl der Dorfgemeinschaft als auch uns hier als Unternehmen sehr viel. Wir sind als Leuchtturmprojekt 2016 ausgewählt worden. Das bedeutete, dass wir 125.000 Euro Fördermittel erhalten haben und dafür sowohl bauliche Maßnahmen umsetzen konnten, als auch Personal einstellen konnten. Für den ländlichen Raum hier ist es einfach super, weil die Senioren mal aus ihrer Isolation zu Hause rauskommen. Kommen her, die erleben einen tollen Tag, denen geht es super gut und die kommen nach Hause mit einer Geschichte. Die Bürger nehmen das Angebot wirklich gut an. Zum einen können die pflegenden Angehörige eine Entlastung erfahren. Zum anderen können die zu Pflegenden sich den Tag über aufhalten in der Tagespflege. Wir haben die Möglichkeit, die Kita, die ja nur noch eingruppig ist, zu halten. Und wir haben die Möglichkeit, ehrenamtliche Strukturen neben der üblichen Vereinsarbeit aufzubauen. Das Bule-Projekt ist für mich ein echtes Herzensprojekt geworden, weil ich wirklich feststellen konnte, dass die Generationen so eng zusammenwachsen und das ist oftmals heutzutage nicht mehr gegeben.